Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Herzlich willkommen Ihnen allen, liebe Gäste von nah und fern, anlässlich des Gottesdienstes zum 50. Jahrestag der Weihe unserer Christuskirche. Auf den Tag genau vor 50 Jahren, am 1. November 1970, wurde die Kirche ihrer Bestimmung übergeben und geweiht am Tag nach dem Reformationsfest. Bereits zwei Jahre vorher war der Grundstein gelegt worden. Gut, dass die Planer und Bauleute damals ja im großen Stil geplant haben und eine Kirche hier haben wachsen lassen, die, so habe ich gehört, mehr als 400 Menschen Platz gibt, um miteinander Gottesdienst zu feiern. Gut, dass man damals so groß geplant hat. Uns gibt es heute die Möglichkeit, diesen Gottesdienst mit dem entsprechenden Sicherheitsabstand zu feiern, auch wenn sich das früher wahrscheinlich niemand so vorgestellt hat. Wir halten Sicherheitsabstände ein und trotzdem muss ich Sie bitten, während des Gottesdienstes auch Ihren Mund-Nasen-Schutz aufzubehalten, einfach aus Sicherheitsgründen. Sicherheitsabstand in der Kirche. Ich finde, das klingt genauso seltsam wie der Hinweis, dass wir uns für den heutigen Festtag ganz bewusst entschieden haben, im Anschluss an den Gottesdienst keine Möglichkeit zur Begegnung, zum Gespräch, zum Miteinanderfeiern zu geben. Das passt eigentlich nicht zu einem Tag wie heute. Aber wir haben Grußworte, wir haben Redner, Rednerinnen bei uns, die uns die guten Wünsche überbringen für dieses Jubiläum. Und viele hatten sich ja auch heute gefreut auf diesen Tag, weil Pfarrer Muschler wieder da ist, uns die Predigt halten wird und vielleicht auch ein bisschen erzählen kann, wie es ihm jetzt so die letzten Monate ergangen ist. Das alles wollen wir nicht draußen vor der Kirche dann im einzelnen Gespräch machen, sondern ich würde dich dann, lieber Christian, einfach auch bitten, hier zum Abschluss der Grußworte ein paar Worte zu sagen. Eigentlich hätte hier jetzt an dieser Stelle statt mir Pfarrer Kramer stehen sollen, der ja jetzt mit seiner Frau zusammen vor genau einem Monat letztlich den Dienst angetreten hat. Der ist jetzt auch in selbst auferlegter Isolation, bis hoffentlich bald sein negatives Testergebnis kommt. Selbstisolation, Testergebnis, schon wieder solche Begriffe, die eigentlich gar nicht zu diesem festlichen Anlass passen wollen. Schöner ist auf jeden Fall der Hinweis, dass auch unsere Kindergartenkinder sich mit dem Jubiläum beschäftigt haben. Und wenn Sie darüber gucken, an die Wand, dann sehen Sie dieses Bild unserer Christuskirche mit den ganzen Handabdrücken der Kinder aus unserem Kindergarten. Und ganz zuletzt gibt an dieser Stelle noch der Hinweis, dass die Abkündigungen heute im Schaukasten ausgehängt sind. Thank you.
wir im Gleichmaß der Tage zu versinken drohen, ruft Gott uns heraus. Wo uns Sorge gefangen nimmt, will Gott uns befreien. Wo Schuld uns belastet, will Gott sie uns nehmen. Darum beten wir zu ihm, Gott sei uns Sündern gnädig. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünden und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Gott erbarmt sich über uns. Er hat Jesus Christus zu uns gesandt, sein lebendiges Wort, dass er zu uns rede, unseren Blick weite und uns rufe zur Freiheit. Darauf wollen wir hören. Amen. Lasst uns miteinander die Worte des 46. Psalms sprechen. Er wird eingerahmt von Worten aus dem Lied 292. Ich bitte Sie, die eingerückten Verse mitzusprechen. Ich danke dir von Herzensgrund und tue deinen Namen kund, vor allem Volk in der Gemeind, die sich zu deinem Lob vereint. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, deine Hilfe in den großen Blüten, die uns sich aufhaben. Darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken. Dennoch soll unser Gottes lustig bleiben, mit ihren Brünnlein, da wir meine Wohnungen des Höchsten sind. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Ich danke dir von Herzensgrund und tue deinen Namen kund, vor allen Volken in der Gemeinde, die sich zu deinem Lob vereint. Amen. Du Gott der Vergangenheit, du Gott der Gegenwart, du Gott der Zukunft. Deine Kirche lebt, dein Wort bewegt, deine Weisheit tröstet. Segne deine Gemeinde, stärke ihre Sehnsucht nach dir. Gib ihr durch deinen Heiligen Geist die Demut des leidenden Christus und die Klarheit der Propheten und Apostel. Das bitten wir dich für heute und alle Tage. Das Evangelium für den Reformationstag hören wir im Brief des Paulus an die Römer im 3. Kapitel. Nun ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt, zur Sühne in seinem Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden in der Zeit der Geduld Gottes und nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, auf dass er allein gerecht sei und gerecht mache den, der da ist, aus dem Glauben an Jesus. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das Gesetz der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So halten wir nur dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Ehre sei dir, Herr. Lob sei dir, Christus. Wir bekennen gemeinsam unseren christlichen Glauben.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unser Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, gestatten Sie mir, dass ich eingangs von einer persönlichen Begebenheit erzähle. Es war der letzte Tag meiner Tätigkeit als Pfarrer in dieser Gemeinde. Ich hatte mir vorgenommen, das letzte Gebäude, in dem ich mich hier aufhalten werde, das soll diese Kirche sein. Und so machte ich es auch. Und dann setzte ich mich schließlich auf die Orgelbank, meine Augen schweiften durch den Kirchenraum, und dann fiel mir das Bibelwort gegenüber ins Auge. Christus spricht: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich muss gestehen, bis dahin erschien mir dieses Wort recht abstrakt. Ein existenzieller Bezug ergab sich für mich bis dahin nicht so recht. Und wie ich nun da saß, mit schwerem Herzen, mich auf den Weg machen, da ging mir auf, wenn Christus der Weg ist, dann wird der Weg, den ich nun gehe, ganz sicher auch ein Weg in der Gegenwart Christi sein. Ein Weg, bei dem ich seiner Nähe gewiss sein darf. Und so schloss ich diese Kirche ein letztes Mal ab. Traurig, aber doch irgendwie getröstet. Und ich dachte mir, siehe da, da hat mir diese Kirche sozusagen auf dem letzten Drücker noch etwas Wichtiges mitgegeben. Vielleicht das Wichtigste, was sie einem mitgeben kann. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dieses Wort
will ich nun in meiner Predigt auslegen. Erlauben Sie mir bitte aber, dass ich zuvor noch einer Frage nachgehe, nämlich der Frage, warum eigentlich heißt diese Kirche Christuskirche? Es liegt nun einige Jahre zurück, da war ich Vikar in Garmisch-Partenkirchen. Dort gibt es zwei evangelische Kirchen. Die ältere wurde 1891 eingeweiht, benannt nach St. Johannes, dem Evangelisten und Apostel. 5 Jahre später, 1896, wird in Pforzheim die erste evangelische Kirche eingeweiht, benannt nach St. Johannes, dem Evangelisten und Apostel. Einige Jahre, Jahrzehnte später, wir sind jetzt in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wird in Garmisch eine zweite evangelische Kirche eingeweiht. Und dürfen Sie dreimal raten, welchen Namen sie erhielt? Christuskirche, genau. Und da merken wir, in bestimmten Zeiten waren bestimmte Namen für Kirchen beliebt. Es gibt im Internet eine Liste von über 200 Christuskirchen in Deutschland. Leider findet sich die Pforzheimer Christuskirche nicht darunter. Das muss ich dem Vorgänger meiner Nachfolger zum Vorwurf machen, dass er sich nicht darum gekümmert hat, hätte er genug Zeit gehabt. Diese Liste jetzt auszuwerten, wäre sehr interessant. Ich belasse es jetzt bei der Feststellung, viele der Christuskirchen wurden in der Nachkriegszeit erbaut bzw. geplant, wie diese Kirche auch. Warum stand damals der Name Christuskirche auf der Hitliste der Namen evangelischer Kirchen ganz weit oben? Ich habe keinen Zweifel daran, das hing wesentlich mit einer theologischen Strömung zusammen, die bis in die 60er Jahre hinein, über mehrere Jahrzehnte hinweg, das theologische Denken und das kirchliche Leben im evangelischen Bereich prägte. Und was diese Schule kennzeichnete, war die reformatorische Überzeugung, Christus muss im Zentrum von allem stehen, was Kirche sagt und tut. Wer in einer evangelischen Hochschule damals studierte, kam an dieser Theologie nicht vorbei. Einige von Ihnen kennen vielleicht den Namen des Schweizer Theologen Karl Barth. Er war der bekannteste Vertreter dieser Schule. Warum wohl diese Schule damals einen so großen Einfluss hatte, ich vermute, das hängt damit zusammen, dass sie den Glauben an Jesus Christus so zu entfalten vermochte, dass er vielen, die Krieg und Gewaltherrschaft erlebt hatten, Orientierung gab. Dass diese Schule mit ihrem Anliegen, Christus in den Mittelpunkt zu stellen, im Raum der Kirche auf positive Resonanz stieß, fand nun auch darin Ausdruck, dass nach dem Zweiten Weltkrieg viele Kirchen den Namen Christuskirche erhielten. Und so will ich nun im Horizont dessen, was damals gelehrt und gedacht wurde, unser Bibelwort auslegen. Und ich tue das in der Gewissheit, dass die damals formulierten Gedanken sehr wohl auch heute noch aktuell sind. Gehen wir jetzt dieses Bibelwort Wort für Wort durch. Christus spricht, ich bin der Weg. Oft begegnen wir der Auffassung, dieses Bibelwort wolle aussagen, Jesus Christus sei für uns der Weg, um zu Gott zu gelangen. Aber da höre ich schon wieder den Einwand derer, die damals Theologie lehrten. Ist es nicht ganz genau umgekehrt, dass dieses Wort zuerst gar nicht von uns Menschen, sondern von Gott reden will, nämlich in dem Sinne,
dass Christus der Weg Gottes ist, um zu uns Menschen zu kommen. Ist es nicht so, dass Gott Christus als seinen Weg erwählt hat, um uns im menschlichen Antlitz Jesu zu zeigen, dass er ein menschlicher Gott ist und in nichts und in ihm nichts anderes zu finden ist als seine Menschlichkeit? Ist es nicht so, dass Gott Christus als seinen Weg erwählt hat, um uns deutlich zu machen, dass er seine Göttlichkeit in nichts anderem als in seiner Menschlichkeit erkannt wissen will, um es eine Formulierung Barths zu verwenden? Seht, liebe Gemeinde, Menschlichkeit hat einen schweren Stand. Man will an ihr manchmal verzweifeln, weil sie angesichts von Unmenschlichkeit so schwach und ohnmächtig daherkommt. Was wir allerdings wissen dürfen und wissen sollen, ist dieses. Die Menschlichkeit ist nichts anderes als das Sein Gottes. Darum ist sie ewig, während alle Unmenschlichkeit vergänglich ist. Aber der Weg Gottes zu den Menschen endet nicht damit, dass er sich uns in Christus in seiner Menschlichkeit offenbart. Karl Barth hat den großen Satz gewagt: Weil Gott selber Mensch geworden ist, ist der Mensch Maß aller Dinge. Der Mensch ist Maß aller Dinge. Und das heißt doch, im Namen Gottes, die Welt soll menschlicher werden. Und wir sind als Partner Gottes dazu berufen, daran mitzuwirken. Und somit heißt Jesu Wort, ich bin der Weg, dann also auch, er ist der Weg, der uns in die Welt hineinführt, damit wir seine Menschlichkeit bezeugen, in Tat und Wort. Nach dem Krieg kehrte mancher aus Krieg und Gefangenschaft zurück und er brach mit dem Glauben. Seine Kriegserfahrungen auf der einen Seite und den Glauben an Gott auf der anderen Seite, beides konnte er nicht mehr zusammenbringen. Aber es gab auch genau das Gegenteil. Einige sagten, wir müssen nach dem Geschehenen den Glauben ernster nehmen. Im Glauben an Christus findet sich so viel Menschlichkeit. Dieser Glaube muss weitergegeben werden, auch um für die Zukunft zu verhindern, dass sich wiederholt, was wir in den vergangenen Jahren erleben mussten. Nicht alle dachten so, aber einige taten sehr wohl. So klingt in dem Bekenntnis zu Christus in jenen Tagen und damit auch in der Namensgebung dieser Kirche auch diese Stimme mit. Nie wieder Gewaltherrschaft in unserem Land, nie wieder Barbarei in unserem Land, nie wieder Krieg. Aber hören wir weiter auf unser Bibelwort. Jesus Christus spricht, ich bin die Wahrheit. Was zeichnet eine Wahrheit aus? Was ich als wahr erkenne, das hat sich für mich der Beliebigkeit entzogen. Es bindet mich, es verpflichtet mich. Es ist mir so wichtig geworden, dass ich es verteidigen muss. Lassen Sie mich hierzu ein Beispiel nennen. 1934 kamen in Wuppertal-Barmen Theologen, Kirchenvorstände, aber auch einfache Gemeindeglieder zusammen. Sie gehörten zum großen Teil jener theologischen Strömung an, von der ich eingangs sprach.
Sie wollten sich wehren gegen den Versuch des NS-Staates, auch das kirchliche Leben zu bestimmen. Sie verfassten Thesen, in denen sie Widerspruch gegen das Gebaren des NS-Staates erhoben. Diese Thesen waren bekannt, wurden bekannt als die theologische Erklärung von Barmen, die Widerstandsschriften der evangelischen Kirche. Und diese Thesen beginnen mit dem Bibelwort, das hier in dieser Kirche in roten Buchstaben zu lesen ist. Christus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Damit benannten sie auch den Grund ihres Widerspruches, Jesus Christus. Er schafft den Freiraum zum Widerspruch und überwindet unsere Ängste. Manchmal wünschte ich mir, wir hätten es stärker in unserem Bewusstsein, dass auch der Widerspruch eine wichtige Form ist, in dem sich unser Glaube äußert. Das dürfte den meisten von uns schon passiert sein. Man sitzt zusammen mit Bekannten und plötzlich hören wir Sätze wie, dass man heute noch an Gott glaubt, dass du dich in der Kirche engagierst. Wir werden bei solchen Sätzen manchmal verlegen und wissen nicht so recht, was wir sagen sollen. Widersprechen wir doch und sagen einfach, aber mir ist es wichtig. Eines habe ich freilich bei Karl Barth und seinen Mitstreitern auch gelernt. Wenn Jesus Christus die Wahrheit ist, darf Kirche nicht so tun, als hätte sie die Wahrheit gepachtet. Vielmehr muss sie damit rechnen, dass ihr Herr ihr auch kritisch gegenübersteht. Karl Barth ging sogar so weit, dass er sagte, die Wahrheit Jesu Christi scheint so hell, dass ihr Licht auch von Menschen wiedergespiegelt wird, die außerhalb der Kirche stehen, einen anderen Glauben haben oder gar nicht glauben. Darum lobe ich mir eine Kirche, die zuhören kann und offen ist, auch von Menschen zu lernen, die andere Überzeugungen haben als wir. Aber nun noch die letzte Aussage unseres Bibelworts. Ich bin das Leben. Und jetzt will ich Ihnen hierzu eine Begebenheit erzählen, die sich ereignet hat, als Karl Barth ein hohes Alter erreicht hatte. Barth trat aus seinem Arbeitszimmer, schaut zu seinem Mitarbeiter und sagt gänzlich unvermittelt, halb trotzig, halb erschrocken, ich will aber nicht sterben. Sein Mitarbeiter war nun verwirrt. Der große Theologe müsste zu diesem Thema doch selber etwas sagen können. Aber Barths Mitarbeiter wagte dann doch eine Bemerkung. Aber gibt es im Leben eines Menschen nicht vielleicht einen Punkt, wo es einem geht wie Abraham, von dem die Bibel sagte, er starb alt und lebenssatt? Worauf Barth entrüstet antwortete, Ihre Argumentation widerspricht ganz und gar meiner Lehre. Man könne zwar über einen anderen sagen, dass dieser am Ende seines Lebens lebenssatt gewesen sei, weil er ein erfülltes Leben führen durfte. Aber man selber solle nie lebenssatt werden, wo doch Gott einen das Leben schenkt Tag für Tag. Und Barth setzte sich an seinen Schreibtisch und summte dabei ein Volkslied. Freut euch des Lebens. Seht, liebe Gemeinde, dass da einer sich seines Lebens freute, hatte doch auch darin seinen Grund, dass er wusste, dieses mein Leben, darf ich leben in der Gegenwart des Auferstandenen,
der umgibt mich mit seinem Leben und also auch mit seiner ganzen Menschlichkeit, aus der ich nie herausfallen werde. Ja, das darf jede und jeder hier wissen. Wenn du diese Kirche heute verlässt und du deinen Weg gehst, gehst du nicht nur deinen Weg, denn dein Weg ist auch der Weg dessen, der den Tod besiegt hat und also dich trägt auf dem Weg, den er geht. Wie der Hirte sein Schaf, so trägt er dich dabei. Und dieser Weg, den er geht, der ist immer nur ein Weg ins Leben. Seht, das war der Grund, dass jener Theologe summte: Freut euch des Lebens. Und so dürfen wir nun denn dankbar sein, denen, die damals vor 50 Jahren diese Kirche geplant und errichtet haben. Namentlich möchte ich jetzt hier nennen den Pfarrer Heidemann und Pfarrer Huber. Nicht nur, weil unsere Christuskirche so wunderschön geworden ist, sondern auch deshalb, weil man ihr diesen Namen verliehen hat. Auf dass wir immer wieder darin Trost und Mut und Freude finden, dass dieser Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Amen. Herr Jesus Christus, wir bitten für deine Kirche, dass du sie bewahrst und erhältst, trotz aller Fehler und Mängel, die auch in ihr immer wieder offenbar werden. Dabei denken wir sowohl an unsere Gemeinde hier vor Ort mit diesem Gotteshaus, aber auch an die weltweite Gemeinschaft der Christinnen und Christen. Hilf uns erkennen, was trennend zwischen den Konfessionen steht, und lass uns nicht aufgeben, um Einheit zu ringen. Führe zusammen, was getrennt ist, damit werde, was eigentlich immer so sein soll: ein Hirte und eine Herde. Jesus Christus, erfülle uns mit deiner Liebe.
damit wir auch denen mit offenem Herzen begegnen, die anders denken, anders reden und anders handeln als wir. Lass uns nicht ausschließen, wen deine Liebe umfängt. Lass dein Evangelium lebendig sein in uns, damit es in diese Welt leuchte, die auch von Tod und Verderben gezeichnet ist. Jesus Christus, wir sind deine Kirche. Lass uns deine Gegenwart in dieser besonderen Zeit spüren, in allem, was wir tun und unterlassen. Wir loben dich, denn dir allein gebührt Ruhm und Ehre in Ewigkeit. Amen. Vater unser Herr, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Jetzt bitte ich Sie alle noch einmal Platz zu nehmen. Ich habe es vorhin angekündigt. Wir haben einige Gäste heute auch in unserer Kirche, die ein Grußwort sprechen möchten, die die Glückwünsche aus ganz unterschiedlichen Richtungen auch an die Kirchengemeinde weitergeben wollen. Und da darf ich zuerst unseren Landrat, Herrn Dr. Ulm, bitten. Ja, hochverehrte Geistlichkeit, liebe Gemeinde, mein Glückwunsch zum Geburtstag. Und das sage ich jetzt gar nicht so sehr als Vertreter des Staates oder der staatlichen oder der Kommunen, sondern einfach ganz persönlich zu diesem schönen Jubiläum, so 50 Jahre. Und Glückwunsch auch, dass Sie die Kraft haben, diesen Geburtstag auch heute zu feiern. Am Reformationssonntag. Die feste Burg, wir haben es gesungen. Glückwunsch zu diesem Fest. Glückwunsch zu 50 Jahren. In einer Zeit, wo es schwierig ist, Gemeinschaft zu feiern, wo es schwierig ist, zusammenzukommen, wo man Abstand halten muss, wo es schwierig ist, auch kirchliches Leben miteinander zu feiern. Ja, der Corona-Zeit ist es ja auch geschuldet, dass ich jetzt nicht mein vorbereitendes vierseitiges Grußwort, weil wir habe, weil ich die Information hatte, das wird irgendwo ausgehängt, es gibt nur schriftliche Grußworte, aber was macht man dann so in der Situation, man überlegt sich einfach schnell mal selber was. Und so denke ich jetzt einfach zurück an meine Erinnerungen, die ich mit der Christuskirche im Laufe meines Lebens bisher hatte. Und es ist relativ früh losgegangen, da war ich so ein Stöpsel mit 6, 7 Jahren,
Als ich mit meinem älteren Bruder hier war, weil es in den 80er Jahren auch die Stelle war, wo das Ehrenberg-Gymnasium Forchheim sein Weihnachtskonzert immer abgehalten hat. Und als kleiner Kerl, der aus einer 600 Jahre alten Kirche in Gundolf kommt, wo da als er vorne ist, die Leute hinsitzen, die Orgel irgendwo und der Taufstein noch irgendwo anders versteckt ist, war ich erstmal bewundert hier gesessen, ob dieser wunderschönen Gemeinschaft ausstrahlenden Kirche, dieses Baus, der eben ganz anders ist als andere. Wo in der Mitte, ganz in der Mitte der Taufstein steht, wo man in die Gemeinschaft hineinkommt, als kleiner Mensch in diese Gemeinde hineinwächst und hineingegeben wird. Wo genauso Pult und Altar mittendrin stehen, wo die Orgel mittendrin steht, da schaut man erstmal, wenn man sowas das erste Mal sieht, für Sie, die es jetzt jeden Sonntag haben, ist es vielleicht selbstverständlich. Aber von auswärts kommen war es für mich etwas Überwältigendes, etwas ganz Besonderes, in so einem Zelt sitzen zu dürfen, das so viel Gemeinschaft einfach ausstrahlt, Gemeinschaft gibt und Gemeinschaft vom Baulichen einer Gemeinde bietet, auch das ganze Umfeld, die sonstigen Einrichtungen, die hier Gemeinschaft geben und Gemeinschaft leben lassen. Und das ist über 50 Jahre gewachsen, mit all den Einrichtungen, mit der Kirchenmusik, mit einem Kirchengemeinderat, der Entscheidungen fällt, der das Leben gestaltet, der auch jetzt in schwierigen Zeiten überlegt, was machen wir denn, was können wir verantworten, was können wir durchführen und dann auch den Mut hat, eben auch heute diese Gemeinschaft zu feiern. Mein Glückwunsch Ihnen allen, liebe Gemeinde der Christuskirche, dass Sie so etwas haben. So eine wunderschöne Christuskirche, so eine aktive, lebendige Gemeinde, die hier im Forchheimer Norden gewachsen ist, genauso wie hier eben auch die Zahl derer, die dazu gehören, im Laufe der Jahrzehnte gewachsen ist und die bei den Kirchenneubau 1970 gegeben haben. Also, ich wünsche Ihnen genau dieses Wachsen, diese lebendige, diese Gemeinschaft, auch für die weiteren Jahrzehnte, auch für die Zukunft, weiter ein gutes Miteinander, hier mitten ein lebendiges, kirchliches, christliches Herz, um den Namen der Christuskirche aufzugreifen, noch einmal im Forchheimer Norden, mitten in unserem Landkreis. Alles Gute weiterhin, Gottes Segen. Ja, ich darf die Glückwünsche übermitteln von der katholischen Schwestergemeinde hier in der Nachbarschaft, der Gärung Christi, auch der Gremien und besonders vom Pfarrer Ehmke, der durch die Gottesdienste am Sonntagvormittag gebunden ist. 50 Jahre Christuskirche. Evangelisch-katholisch. Der Strich, der zwischen evangelisch und katholisch steht, ist kein Trennungsstrich mehr, sondern ein Bindestrich. An vielen Orten stehen beide Konfessionen füreinander ein. Das ist das Ergebnis einer ökumenischen Reformation auf beiden Seiten. Ökumenisch gestaltet wird etwa die Krankenhausseelsorge, die Schulgottesdienste, das gemeinsame Osterfeuer auf dem Josef-Otto-Platz, die Nacht der offenen Kirchen, das Frühlingsfest im Bürgerzentrum nebenan, thematische Gottesdienste wie vor kurzem zu 30 Jahren deutscher Einheit, dazu die wechselweise Teilnahme an den Pfarrfesten, an Neujahrsempfängen und einige mehr. Liebe Festtagsgemeinde, diese Kontakte der Vergangenheit, dieses gelebte Netzwerk, das ist in unseren Tagen besonders wertvoll, denn heute führt die Corona-Logik im Verbund mit Technik mehr und mehr zu Distanzierung, Zersplitterung, ja Diaspora.
Menschen, Familien und Gemeinschaften leben also von der Substanz ihrer Vergangenheit. Hinter dem Namen Christuskirche steht für mich ein Bekenntnis. Seit meiner Studienzeit hat mich die Barmer Theologische Erklärung von 1934 beeindruckt, wo in schwierigster Zeit gesagt wurde, Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Das gilt auch heute. Wir Christen brauchen neben dem Bekenntnis aber auch das Gebet. Und so möchte ich einen Gebetswunsch, ein ökumenisches Gebet an den Abschluss meiner Worte stellen, das aus der römischen Gemeinde kommt, an die der Brief gerichtet war, den wir im heutigen Gottesdienst gehört haben und deren Vorstand, deren Sprecher, Franziskus, sich eben einfach Bischof von Rom nennt. Am Ende seiner Sozialenzyklika am 3. Oktober unterschrieben, mit dem Titel Fratelli Tutti, steht ein ökumenisches Gebet mit den folgenden Worten. Herr unser Gott, dreifaltige Liebe, lass aus der Kraft deiner innergöttlichen Gemeinschaft die geschwisterliche Liebe in uns hineinströmen. Schenke uns die Liebe, die in den Taten Jesu, in der Familie von Nazareth und in der Gemeinschaft der ersten Christen aufscheint. Gib, dass wir als Christen das Evangelium leben und in jedem Menschen Christus sehen können, dass wir ihn in der Angst der Verlassenen und Vergessenen dieser Welt als den Gekreuzigten erkennen und in jedem Bruder, der sich wieder erhebt, als den Auferstandenen. Komm, Heiliger Geist, zeige uns deine Schönheit, die in allen Völkern der Erde aufscheint, damit wir entdecken, dass sie alle wichtig sind, dass alle notwendig sind, dass sie verschiedene Gesichter der einen Menschheit sind, die du liebst. Amen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Festgäste von nah und fern, ein herzliches Grüß Gott auch von mir. Es ist mir eine besondere Ehre, heute im Namen des Kirchenvorstands zu Ihnen zu sprechen. Wo wohnt Gott? So einfach fragen manchmal Kinder, und uns Erwachsenen fällt es nicht leicht, darauf eine Antwort zu geben. Wohnt er etwa in der Kirche? Kirchen werden ja auch Gotteshäuser genannt. Ein Haus zu bauen liegt in der Natur des Menschen, Miete zahlen nicht. So war vor vielen Jahren eine Bausparkasse unkundig. Auch in der Bibel lesen wir vom Drang des Volkes Israel, nach 40 Jahren in der Wüste dem Herrn ein Haus, einen Tempel zu bauen. König David wurde es noch untersagt. Erst im 480. Jahr nach dem Auszug Israels aus Ägypten, im 4. Jahr der Herrschaft Salomons, wurde das Haus des Herrn gebaut. So lesen wir es im ersten Buch der Könige. Unsere Christuskirche dagegen ist noch sehr jung. Schon 1956 wurde der Kindergarten und das Gemeindehaus gebaut und eingeweiht.
Seit 1959 ist die Gemeinde eigenständig und schon bald entstand der Wunsch nach einem eigenen Kirchengebäude. Wurde doch der Gottesdienstraum im Gemeindehaus schon bald zu klein. Die Grundsteinlegung erfolgte im Jahre 1968 in der Amtszeit von Pfarrer Günther Heinemann. Erbaut wurde die Christuskirche nach den Plänen von Herrn Architekt Wolfgang Sänger, dessen Sohn auch heute noch für unsere Kirchengemeinde tätig ist. Eingeweiht wurde sie dann am 1. November 1970 unter Pfarrer Gerhard Huber. In ihrer Form erinnert sie an eine Jurte oder Zelt. Sie sollte den vielen Heimatlosen, Vertriebenen, Geflohenen und Schutzsuchenden Menschen Zuflucht und Heimat werden. Nun aber zurück zur durchaus theologischen Frage, wo wohnt Gott? Sie wissen es ja alle, dass im Neuen Testament diese Frage ganz anders beantwortet wird. So lesen wir im 1. Korintherbrief, dass Gott uns zu seiner Wohnung, zu seinem Tempel machen will. Gott braucht also offensichtlich kein Haus, um darin zu wohnen. Wohl aber seine Gemeinde, die Menschen. Wir alle brauchen ein Haus, eine Wohnung, denn es bietet Schutz und das sprichwörtliche Dach über dem Kopf. Es gibt Geborgenheit und Vertrautheit. Im Haus ist auch Raum zum Ausruhen und Kraft tanken. Ein Haus oder eine Wohnung gehören untrennbar zum Gefühl des Daheimseins, der Heimat dazu. Auch eine Gemeinde braucht diesen Ort. Sie braucht einen Raum, in dem Begegnungen, Anbetung, Gemeinschaft und Gottesdienst stattfinden kann. Hier treffen sich die Menschen, die sich Gemeinde nennen. Hier ist Raum für Feste und Feiern wie Taufen, Konfirmationen, Trauungen oder Jubiläen, so wie heute. Die Kirche ist aber auch Raum zum Nachdenken, in sich gehen, beten, trauern und weinen. Viele Menschen, auch Kirchenferne, spüren und schätzen das und suchen gerne solche Räume auf. Aber was würde wohl unsere Christuskirche sagen, wenn sie selber heute zu Wort käme? Ich glaube, sie würde sich als erstes für ihr zahlreiches Kommen bedanken. Und ich bin mir sicher, sie könnte uns, wie an solchen Festen üblich, so manchen Schwamm erzählen. Sie könnte berichten, dass die erst kürzlich stattgefundene Begehung durch den landeskirchlichen Architekten ihr zwar mit Zügen in der B-Note, aber doch einen durchaus ordentlichen Gesundheitszustand bescheinigt. Über außergewöhnliche Veranstaltungen, Konzerte und Ausstellungen könnte sie berichten. Große und kleine Persönlichkeiten, die hier ein- und ausgegangen sind. Oder dass sie sich jedes Jahr über die zahlreichen Mauersegler und Fledermäuse freut, die ihr im Sommer jeden Abend einen Besuch abstatten. Apropos Besuch. Gerüchten zufolge haben Kirchen großes Talent darin, Schritte zu erkennen und sich zu merken. Sie erkennen wohl jeden an seinem Gang und vergessen nie eine Person, die einmal einen Fuß über ihre Schwelle gesetzt hat. Besonders viel Freude haben sie an vielen kleinen Kinderfüßen. Sie dibbeln so schön kitzelig über den Boden. Aber auch die sorgenbeladenen, schweren Schritte bereiten eine zufriedene Freude. Nicht, weil es einem Menschen schlecht geht, sondern weil jemand Heimat und Zuflucht gesucht und gefunden hat. Gerne würde ich unserer Kirche lauschen, wenn sie uns ihre Geschichten erzählt. Aber das muss wohl leider der Fantasie überlassen bleiben. Und deshalb kann ich nur dazu aufrufen, lassen Sie unsere Kirche weiterhin mit Leben, Ereignissen und Schritten füllen. Nur mit Leben gefüllt macht sie als Gebäude Sinn. Und deshalb ein großes Happy Birthday, liebe Christuskirche. Meinen allerherzlichsten Glückwunsch zum halben Jahrhundert. Gottes Segen und allzeit ein paar Füße, die den Weg über deine Schwelle finden.
Zuerst einmal will ich sagen, ich freue mich riesig, dass ich Sie heute sehen darf, dass Sie gekommen sind. Das freut mich wirklich sehr. Und ich möchte auch noch etwas aussprechen, was mir wichtig ist, was mir auf dem Herzen liegt. Ich möchte mich auch jetzt hier bei der Gelegenheit dafür bedanken, für den Abschied, den ich hier haben durfte. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich hatte mir vorgenommen, mich bei Ihnen allen schriftlich zu bedanken für die guten Worte und so weiter. Und ich merke, das ist schwieriger, als ich es ursprünglich dachte. Darum auch jetzt vielen, vielen herzlichen Dank für den Abschied, den ich erfahren durfte. Und ich glaube, sagen zu dürfen, selten zuvor bin ich so beschenkt worden wie bei meinem Abschied. Uns geht es in Simbach gut, dass man freilich Gemeindearbeit derzeit nur mit angezogener Handbremse durchführen kann, das ist klar, und auch schade, ökumenische Veranstaltungen und so weiter, das findet jetzt alles halt nicht statt. Man hat nicht so das Gefühl, jetzt kann man so richtig durchstarten in der Gemeindearbeit. Eines ist mir freilich bewusst geworden in diesen vergangenen Monaten, ich bin doch fränkischer, als ich dachte. Wenn ich mich verabschiede, dann sage ich eben Ade. Und damit outet man sich da unten. Aber das werde ich mir bewahren. Und wenn ich jetzt zu Ihnen Ade sage, dann verbunden mit der Hoffnung eines Wiedersehens, das würde mich sehr freuen in diesem Sinne. Ade und auf Wiedersehen.